Neulich in der Marketingabteilung von Disney, einer sagt, oh, die haben mit Skylanders richtig viel Geld gemacht, das brauchen wir auch. Ja. Und heraus kam Disney Infinity, eine Mischung aus Videospiel und Plastikfiguren, die sieht man hier. Und es funktioniert eben ähnlich wie bei Skylanders. Man hat solche kleinen Figürchen und die stellt man auf ein Portal und da erscheinen die dann in einem Spiel. Und das heißt eben Disney Infinity. Die Besonderheit ist aber, was man hier sieht, das sind so kleine Plättchen und das ist jeweils die Welt, in der die Charaktere dann auflaufen. Also die heißen Playsets. Das bedeutet also, ich kann hier so eine Platte auf dieses Portal drauflegen und habe dann eben ein Playset, was in der, zum Beispiel hier jetzt eben in der Spielwelt von den Incredibles handelt. Und dementsprechend ändert sich auch das Gameplay. Also hier geht es eben vor allem um so Third-Person-Action, bisschen Geprügel und so weiter. Ich könnte jetzt aber auch theoretisch hingehen und eine Figur zum Beispiel aus der Monster AG da auflaufen lassen, wenn ich die aufs Portal stelle. Ich dachte eigentlich, das geht nur in diesem speziellen Baukastenmodus. Nee, es geht in allen Welten. Okay. So hat man mir das zumindest gesagt. Gut. Wenn nicht, dann lügt Disney. Oh mein Gott, das haben sie noch nie getan. Ja, und Jack Sparrow hat hier auch sein eigenes Playset. Da geht es dann auch darum, dass man sein Schiff verändern kann und dann eben über die Meere segelt. Ich würde mal sagen, Assassin's Creed 4für Kinder. Ja. Und was das? Die Cars. Die Cars-Welt muss auch dabei sein. Und ich meine, so spaßige Rennspiele dürften schon Spaß machen, ne? Spaßige Rennspiele sollten eigentlich immer Spaß machen, Mann. Das hast du schön gesagt. Genau. Ja. Nee, also wie man sich's eben denkt, es ist halt so eine lustige Sammlung von Minispielen, von eben berühmten Disney-Welten, von berühmten Disney-Charakteren. Klar sieht man auch sofort, wird da jetzt eher so eine Familienzielgruppe angesprochen und nicht gerade der Call of Duty-Zocker, aber das muss ja auch nicht schlecht sein. Nee. Und den Film hier, den kennst du wahrscheinlich noch nicht. Nein, sieht echt, aber ich könnte mir vorstellen, was es ist. Lone Ranger? Genau, Lone Ranger kommt erst im August, glaube ich, in die deutschen Kinos, wurde jetzt als neuestes Playset für Disney Infinity angekündigt und ist, wie man gleich sieht, Western, Indianer und so weiter. Ja, also von allem her, was man, wenn man sich das so mal anschaut, bietet Infinity echt viel im Vergleich eben auch zu Skylanders. Also da hat man schon viele verschiedene Welten. Die Figuren sehen echt gut aus. Also jetzt nicht im Spiel, meine ich so sehr, sondern die Spielfiguren. Genau. Und apropos viel bieten, das Coolste eigentlich am Ganzen ist das hier, das ist die Toybox. Eine Art Editor zum drin rumlaufen. Und da kann man eben Sachen, die man freigeschaltet hat oder vielleicht auch eben gekauft, ich weiß es nicht, verwenden, um sich dann eben Spiele oder Levels zu bauen. Hier zum Beispiel war eben so eine kleine Fußballart. Man kann sich auch eine Rennstrecke basteln und dann da eben mit den Cars drüber fahren. Also das finde ich sehr charmant. So was Ähnliches gab es auch schon mal in der Toy Story Versoftung, die auch ziemlich cool war. Und da dachte man sich wohl, okay, das kam gut an, so eine Spielzeugbox. Müssen wir wieder machen und ich glaube, dass das der eigentliche Verkaufsschlager des Spiels ist, weil irgendwann sind halt die Minispiele auch durchgezockt und dann macht es schon Laune, wenn man so hier so eine eigene Welt aufbauen kann und eben vor allem für Kinder ist natürlich cool, wenn man, wie man es eben von Playmobil und von Lego gewohnt ist, so eigene Klötze rumbauen kann. Ob das Ganze aber so erfolgreich wird wie Skylanders, muss ich erst zeigen, zumindest wenn Disney die gewöhnliche Marketing-Power hinten dran haut, dann könnte es klappen.